Herzlich willkommen zum Europa-Magazin, wie immer live hier im Ersten. Ein Jubiläum wird groß gefeiert, doch die Jubilare selbst, die sind gar nicht eingeladen, heute in Ungarn. Vor 60 Jahren haben sie gegen die sowjetische Besatzung gekämpft. 2500 von ihnen sind dabei ums Leben gekommen. Die Überlebenden müssten die Helden sein bei den Feierlichkeiten heute. Aber sie sind politisch offenbar nicht gewollt. Sehr gewollt dagegen eine kleine Vorabfeier mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Für die Veteranen wie eine Ohrfeige. Linke Veteranen, die für Demokratie gekämpft haben und ausgerechnet Orbán, vereinnahmt diesen Kampf nun für sich und seine rechtsnationale Politik. Till Rüger berichtet. Ja, staatlich verordnet scheint in Ungarn auch der Hype um Orbán selbst. Im Grunde ein ähnliches Muster wie in der Türkei mit Erdogan oder auch in Russland unter Putin, nur dass wir bei Ungarn über ein EU-Mitglied sprechen. Um sich in Szene zu setzen, greift der ungarische Ministerpräsident offenbar auch mal in den Subventionstopf der EU. In sein Heimatdorf ist ziemlich viel Geld aus Brüssel geflossen. Die EU ermittelt wegen Missbrauchs von EU-Geldern in gleich mehreren Fällen. Darko Jakovlevic berichtet. Wird dort gewählt und Birgitta Jonsdottir gehört zu den Spitzenkandidaten. Sie sei immer noch ein Punk, sagt sie. Ansehen tut man ihr das allerdings nicht mehr. In ihrem neuen Leben als Politikerin tritt sie für die isländische Piratenpartei an, die nach aktuellen Umfragen zweitstärkste Kraft werden könnte. In Robin Hood-Manier wollen sie nun den alten Machtzirkel in Island durchbrechen. Klaas Oliver Richter. Wird dieser Mann, wird Matteo Renzi womöglich das gleiche Schicksal erleben wie David Cameron? Referendum und dann weg vom Fenster? Wobei man da ja eigentlich nicht von Schicksal sprechen kann, denn beide Regierungschefs haben ihre politische Zukunft vollkommen freiwillig an ein Referendum geknüpft. In Italien geht es um nicht weniger als die größte Reform seit fast 70 Jahren. Eine Verfassungsreform, die das Land handlungsfähig machen soll. Am 4. Dezember wird darüber abgestimmt. Ellen Trapp berichtet. Ja, die Uhr tickt auch für Spanien. Wenn es bis zum 31. Oktober, also in einer Woche, keine Regierung gibt, da muss schon wieder neu gewählt werden. Ein Großteil des Schicksals liegt in den Händen der Sozialisten. Sie können Neuwahlen verhindern, indem sie eine Minderheitsregierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Rajoy dulden. Spanien braucht dringend eine handlungsfähige Regierung. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch extrem hoch. Doch es gibt auch Erfolgsgeschichten. Eine davon hat mit exklusiven Herrenschuhen zu tun und hat ihren Ursprung in Berlin. Jörg Rheinländer. Was macht der Brexit mit dem Leben in Großbritannien? Nichts Gutes, meint ARD-Korrespondentin Hanni Hüsch. Meine Insel hat sich verändert, sagt sie. Sie ist mir fremder geworden. Die eindrucksvolle Reportage heute Abend hier im Ersten im Weltspiegel um 19:20 Uhr. Und von mir aus noch einen schönen Sonntag. Tschüss, auf Wiedersehen.